Heute zum ersten Mal bei uns in Burghausen, macht bitte Lärm für Jule Eckert. Und ich finde, das geht noch lauter, Jule Eckert. Yeah. 11 Stunden, Leute. 11 Stunden für 5 Minuten. Das ist Slam, genau. Fantastisch. Großartig, ich habe für euch auch noch eine Textpremiere dabei. Das ist was ganz Besonderes für jemanden, der einem Text in ein Jahr schreibt. So. Deswegen fühlt euch geehrt. Dies hier ist mein Werk. Es wird fantastisch. Also, genau, mein Text basiert auf einem Mythos von Atlas. Ich weiß nicht, ob dem jedem bekannt ist. Atlas wurde damals von Zeus dazu verbannt, das gesamte Himmelszelt zu tragen. Und fand ich spannend, habe ich in meinen Text eingebaut. Der Text trägt den Titel Die Vogelparabel und geht folgendermaßen. Der Marmor seiner Haut ward schon freilich etwas blass. Muttermüdigkeit wohnt in Rissen, schläft im Gewicht der schweren Last, die seit jeher auf der Wirbelsäule, Nackendecke, Rippenbogen, von Schulternbergen eingebettet und von Armen sanft umschlungen, auf dem Körper des Atlas ruht. Weil er von Zeus dazu verdammt, das Himmelszelt, Sphäre, Mond und Erde mit starren Augen trug. Und Sterne zieren seine Schultern. Ja, der ganze Kosmos zeichnet ihn und wortwörtlich kann man sagen, das Universum ruht auf ihm. Doch war die Endlichkeit von Wut, die in Zeus' Verfluchung ruht, schon in damaligen Tagen ohne Zweifel resolut. Und so durchzuckte ein lauter Knall plötzlich jene endlos hallende Stille, die Verbannung zerbarst in dem Moment und aus dem All hallt eine Stimme. Atlas, du bist frei. Jo, lass dir diese Strafe wenigstens ein bisschen eine kleine Leere sein. Ein Satz, der Bände spricht. Dann das letzte Beben, bevor Atlas erster Luftzug jauchzend die Lungenflügel durchbricht. Und mit dem ersten Atemstoß, mit dem Atlas diese Starre durchsticht, und sich diese eingeschmolzene Glückseligkeit bei der Befreiung in Strähnen bricht, formt sich jeder Tropfen Freude zu einem kleinen, schlagenden Herz, das umarmt von Tränen dieser plötzlichen Freiheit ein flügeltragendes Wesen gebärt. Und so entstehen die ersten Bewohner des nun sanftstrahlenden Himmelszelts, ein Vogelvolk, könnte man sagen, das sich in Wolkennestern hält. Und so lebte lange Zeit das gesamte Himmelreich im Frieden. Die Planeten und Sterne und Sphären wurden nicht müde, mit den Wesen zu spielen. Planeten bauten Bahnen, Sterne malten Bilder. Die Sonne schuf ihnen die Farben und schweifende Schnuppen spielten schillernd mit ihnen Fangen. Und Atlas gab ihnen Namen, während sich die gesamten Atmosphären dem Liebreiz dieser Wesen durch ihre Liebe, die sie geben, hingaben. Doch eines schönen Tages, wie es in jeder Geschichte heißt, erkrankte einer nach dem anderen nach vorangeschrittener Zeit an einem kleinen Splitter von Atlas' Erinnerung an sein damaliges Leid, bevor die Zeit ihm vom Tragen seiner Lasten durch den Bruch des Bannes gefreit, Negativität von den Vogelwesen zuvor nie gekannt. Und so erkrankte einer nach dem anderen schleichend an einer Bestie, auch genannt die Angst. Und plötzlich hatte dieses Volk voller Sehnsucht in den Flügeln wahrhaft Angst zu fallen, Angst, die Schwingen könnten versagen, Angst, plötzlich doch auf den Boden zu knallen, Angst, den Atmosphären und Sphären nicht mehr zu reichen und zu gefallen, plötzliche Angst vor Einsamkeit, die sich als vollständige Einbildung manifestiert und Angst vor einer Freiheit, weil sie die Angst um den Verlust gleich mit impliziert. Und so war der Boden eine gute Metapher, auf dem es zu bleiben galt. Doch so sah man auch immer seltener eine fröhlich fliegende Gestalt am Himmel, der Wind war mit offenen Armen eingeschlafen. Die Wolkenbetten frieselten langsam auf. Es hatte immer weniger Sinn zu warten. Und währenddessen war das Volk so an Angst erkrankt, dass sie sich irgendwann einen Planeten suchten.
Die Erde hatte dabei die größte Anziehungskraft, sodass sie sich dort ein festes Zuhause erschufen, doch ließ es sich mit Flügeln nicht gut werkeln. Und ihre stachsigen Füße waren für das Laufen zu starr. Und so konstruierte man mit der Zeit und für sich selbst eine Art gehenden Roboter. Und weil sie von Atlas inspirierte Wesen, nahm sie seinen Körper zum Vorbild. Zwei Beine mit Füßen, zwei Hände zum Greifen, ein Rumpf mit goldvergittertem Ausguck. Und so passierte es irgendwann. Die Zeit durchlief ganze Dekaden, dass das Vogelvolk in den Köpfen der Maschinen plötzlich vergaßen, wer sie eigentlich waren. Sie nahmen sich nur noch als Körper wahr, der dem Boden bestimmt zu sein schien. Und doch hatte jede Generation diesen intuitiven Wunsch, danach zu fliegen. Keiner konnte sich das erklären, weil sie nicht wussten, was sie waren. Sie wurden Meister im Hinterfragen, ohne irgendwas zu ahnen. Und ich weiß nicht, ob Atlas nicht irgendwann kommt, um ihnen die Wahrheit zu sagen. Doch macht diese Scheinwelt scheinbar blind und lähmt zu hinterfragen. Der Mensch, der singt gern, wie so ein Vogel, weil die Melodie in ihm was regt. Der Mensch, der sehnt sich stets nach Freiheit, weil er denkt, ihm seinen Fesseln auferlegt. Und der Mensch, der ist im Herzen gut, auch wenn viele was anderes sagen. Doch ich frag mich, wie soll das auch anders sein, wenn man sein angestammtes Erbe vergaß? Einst die Kinder des befreiten Atlas. Nun der gefangene Atlas unserer eigenen Welt, einer Welt kreiert aus Ängsten und Zweifeln. Menschen verzweifeln an ihrer Absurdität. Und weißt du, wenn du sagst, dass ich einen Vogel habe und diese Zeilen hier irgendwie verschroben klingen, dann sage ich gern, vielen Dank, schön, dass du es mir sagst. Dann weiß ich wenigstens, wer ich bin. Dankeschön, Jule Eckert aus Berlin.